Guten Tag und herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Mein heutiger Gast ist umstritten. Von Kirchenrebell bis Asket oder Nestbeschmutzer wurde ihm schon alles nachgesagt. Eines aber ist der Theologe Eugen Drewermann sicherlich. Ein Mann seines Wortes. Dieses Jahr wurde er 80 Jahre alt. Wir schauen auf ein Leben zurück. Guten Tag, Herr Drewermann. Sehr schön, dass Sie hier sind. Guten Tag, Frau Rölling. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Wie gesagt, Sie wurden dieses Jahr 80 Jahre lang alt. Sie haben ein bewegtes, ein intensives Leben hinter sich. Was ist Ihre liebste Erinnerung aus Ihrem Leben? Wenn ich beginnen kann, ist das nicht die liebste, sondern die prägendste Erinnerung. Ich glaube, jeder macht sich von seiner frühen Kindheit so eine Art Mythos. Das muss historisch nicht genau gewesen sein, aber es ist die Verdichtung der zentralen Erlebnisse, die dann später im Rückblick als charakteristisch für die Persönlichkeitswerdung sind. Und dazu zählen zwei Angriffe auf meinen Heimatort Bechkamen. Es war 44, 45, gegen Ende des Krieges. Die alliierte Luftwaffe bombte eigentlich noch ohne große Ziele mehr zu haben. Und Bechkamen wurde in zwei Angriffen schachbrettartig in einen Schutthaufen verwandelt. Und das 80% war zerstört, oder? 80% war zerstört. Sie können heute noch die Bombentrichter sehen, die auf die Decklage des Bunkers, in dem ich gesessen habe, eingeschlagen haben. Mhm. Die vier Häuser neben uns wurden durch eine Luftmine weggesprengt. Im Garten fielen zwei Bomben, dass ich noch lebe, ist der reine Zufall. Und das hat mich sehr geprägt. Ich habe erlebt die Angst, die die Erwachsenen haben. Mhm. Die waren als Kind für mich der Halt. Für die konnte ich singen im Bunker, von denen bekam ich ein Bonbon. Die plötzlich im Angriff waren, außer sich vor Angst, schrien, waren hilflos, das Licht fiel aus. Das, also das, was für ein Kind der letzte Halt ist, wegbricht. Hatten Sie auch Angst da in dem Moment? Ich als Kind wusste kaum, was Angst ist. Man hat ja nicht Angst vor der Realität. Wenn ein Schornstein umkippt, ist das für ein Kind fast lustig. Mhm. Aber wenn die Erwachsenen, die einem Halt geben müssten, gegen die Angst selber Angst haben, dann ist die ganze Welt nur noch konnotiert als furchterregend. Das allerdings habe ich erlebt. Und gleichzeitig noch zwei andere Dinge. Man hat mir beigebracht, Kindergebet dringt durch die Wolken. Wenn du fromm bist, wenn du betest, dann erhört dich Gott. Mhm. Und ich habe gelernt mit 4, 5 Jahren, dass das so nicht stimmt. Gott ist nicht dafür da, die Nachbarkinder zu schonen, die gerade tot sind. Er ist nicht dafür da, Bechkamen zu retten, das gerade in eine Ruine verwandelt wird. Sondern? Gott muss anders sein. Und dann habe ich mich gefragt, was geht in den Menschen vor sich? In Angst könnten die Leute im Bunker sagen, wenn wir den Kerl kriegen. Jedes Tafelmesser kann eine Waffe werden. Mhm. Die hätten das gemacht. Nur aus Angst. Es waren liebe Leute. Mhm. Und was machen die da oben? Die wollten mich nicht töten oder meine Eltern. Die hatten keine Ahnung. Die führten ihren Befehl aus. Das Hydrierwerk in Bechkamen sollte nicht mehr existieren. Aber was macht man mit Menschen, die auf Befehl solche Dinge tun? Mhm. Also habe ich gedacht, wer an Gott glaubt, erwartet nicht, dass die Welt sich ändert. Aber die Menschen müssen sich ändern im Widerstand gegen Unmenschlichkeit. Gegen den Befehl, Dinge zu tun, die man nicht tun darf, unter keinem Umstand. Später habe ich das erlebt im Rückblick mit einem Bomberpiloten, der über Hamburg Juli 1943 sich Rechenschaft gab. Viele seiner Kameraden sagten, wenn Coventry ein Verbrechen war, dann war auch am Ende Hamburg oder Dresden richtig. Man hatte das geübt. Mit Sprengbomben den Korridor frei sprengen, anschließend mit Stabbrandbomben das Ganze in Feuer setzen, sodass der Luftstrom sich selber ernährt und ein Feuersturm ausbricht. Mhm. Allein in Hammerbrook, Juli 1943, starben über 40.000 Menschen. Das musste sein. Angeblich, Sir Admiral Harris wollte das so. Und die Kameraden sagten natürlich, Befehl ist Befehl. Aber Harold Nash, einer von denen, schilderte es auf seine Weise. Es lag unter uns wie ein Streifen Samt, schwarz, bestickt mit funkelnden Diamanten. Und wir wussten, dass das, was wir da unten anrichten, unvergleichlich schlimmer ist als Dantes Inferno. Aber wir sahen ja nur Brände, wir sahen keine Menschen. Sonst hätten wir das nicht tun können. Das ist für mich, was man lernen könnte aus der Kriegszeit. Man muss widersprechen und dafür braucht man Gott, der stärker ist als alle menschlichen Befehle. Es hilft überhaupt nicht, dass der Staat sich aufführt als Autorität, die über Leben und Tod entscheidet. Man muss Gott mehr glauben als den Menschen.
Dieses Vertrauen ins Leben und in das, was Gott in unser Herz schreibt, ist mir dabei wesentlich geworden. Das hat sich nie geändert. Sagen Sie, was bedeutet das, was hat das für Sie, für Ihr Leben bedeutet, dass Sie so nahe eigentlich auch dem Tod entkommen sind? In Ihrem Garten gab es ja auch zwei Bombeneinschläge. Was hat das für Sie nachhaltig bedeutet? Welchen Bezug haben Sie zur Sterblichkeit? Gelernt habe ich dabei, dass man auf nichts einen Anspruch hat. Mhm. Also das, was gerade noch besteht, kann im nächsten Moment genommen werden. Es hat keinen Sinn, die Hände um irgendetwas zu schließen und zu sagen, das ist mein. Wenn man überlebt, gibt es eine Pflicht, es weiterzugeben an diejenigen, die weniger glücklich waren. Alle Besitzrechte sind, ich glaube auch im Sinne Jesu, völlig utopisch. Dass wir sind, was wir sind, ist ein Geschenk. Wir haben das nicht verdient, wir haben das nicht erleistet. Es gibt keinen Rechtstitel, mit dem wir herummarschieren könnten. In all dem gibt es eine Verpflichtung für die Überlebenden, denen zu helfen, denen es schlimmer ergangen ist. Und das konnte man auch im Krieg lernen. Mhm. Man nahm die Leute auf, deren Haus zerstört war. Man teilte miteinander, man wusste, dass ein anderes Überleben gar nicht möglich ist. Also heute, wenn Sie mit dem Zug fahren, wird auf den Bahnsteigen alle 5 Minuten erklärt, achten Sie auf Ihr Gepäck. Diebe können im Bahnhof sein, ganz furchtbar. Wirklich 45 nach dem Krieg hätten Sie jeden Koffer irgendwo stehen lassen können. Es wurde nicht geklaut. Man teilte miteinander. Dieses Gefühl hat mich sehr tief geprägt. Sie haben ja auch mal gesagt, man sollte jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte, mit dem Elan, als wäre es der Erste. Ich frage mich einerseits, haben Sie das bis heute geschafft? Und andererseits heißt es, das gute Leben hat stets den Tod vor Augen? Ich bin jetzt 80, wie Sie bemerkt haben. Und ich verstehe nicht, warum in Corona-Tagen davon gesprochen wird, dass ich zu einer Hochsicherheitsrisikogruppe gehöre. Ich finde es normal. Man wird älter und geht dem Tod entgegen. Mhm. Und weise werden, sagten schon die Griechen, heißt sterben lernen. Mhm. Marco Aurel hat das noch aufgegriffen, ein römischer Kaiser. Ich denke, die hatten recht. Und mir ist das nicht schmerzhaft. Ich denke, der Tod bricht nicht unser Leben ab. Er öffnet nur die Tür in ein Licht, auf das wir zugehen und das uns im Rückblick zeigt, wer wir eigentlich hätten sein sollen. Nochmal ein Richtmaß bietet, ob wir so gelebt haben, wie wir es für vernünftig fanden. Wahrscheinlich nicht immer. Und vieles davon kann uns leid tun. Aber selbst der Schmerz des Bedauerns ist ein Reifungsprozess ins Licht hinein. Eine Versöhnung mit allen Menschen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist Ihre Vorstellung des Lebens nach dem Tod, dass einem auch noch mal der Spiegel vorgehalten wird und dass man noch mal verstehen kann letztlich auch, weshalb man überhaupt hier war vielleicht und was man falsch gemacht hat. Man begreift, was man war, was man hätte sein sollen, was man hätte verbessern müssen, wo man unter dem Niveau geblieben ist, das was für Gründe immer. Und ich bin fest überzeugt, man begegnet all den Menschen. Auf die allermeisten freue ich mich. Die möchte ich wiedersehen, unbedingt. Und man reift aufeinander zu. Man versteht endlich alles, wie es wirklich ist. Das ist, wenn man die Welt betrachtet mit den Augen Gottes. Dafür ist der Tod da. Und was denken Sie für sich selber? Werden Sie da schmerzhafte Erlebnisse auch haben, weil Sie sagen, wo man unter seinen Möglichkeiten blieb? Was denken Sie, wie haben Sie Ihr Leben gelebt bisher? Gemischt. Ich habe manches versucht richtig zu machen, das glaube ich schon und auch vielleicht einigermaßen so gut ich es konnte, aber das ist wie nach einem Vortrag. Man liegt abends im Bett und es fällt einem eine Serie von Stellen ein, da hättest du doch sagen müssen. Kann ich mir bei Ihnen fast nicht vorstellen. Beim nächsten Mal. Oder wie nach einem Fußballspiel, Sie schauen sich das mal an, da hätte doch der Pass kommen müssen, aber war nicht. Beim nächsten Mal und beim nächsten Mal wird es auch nicht. Man lernt von Schritt zu Schritt. Das ist nicht schlimm. Kindern, die 5 Jahre alt sind, tun die Beine weh, weil die Knochen wachsen. So ähnlich ist das mit dem Bedauern über ein Leben, das über sich hinausreift. In eine Liebe, die man immer gehofft und vorausgesetzt hat, aber die man jetzt als Wirklichkeit erlebt. Ich weiß nicht, wie sich die Blumen fühlen im Frühling, wenn die Sonne ihnen die Kraft gibt, durch die Schneedecke zu wachsen. Aber so ähnlich ist das. Sagen Sie mir, Herr Drehmermann, worin stützt sich denn dieser Gottesglaube, dieses Vertrauen auch, das jetzt bis jetzt im ganzen Gespräch schon durchscheint? Ich hatte immer Schwierigkeiten mit der
Theologie, die wir bis heute haben. Der erste Satz ist: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist die Erklärung für das Weltall. Gott hat die Gesetze der Natur gemacht. Und darin erweist er seine Weisheit und Güte. Ich habe das nie gesehen. Man muss nur Charles Darwin lesen. Und man weiß, dass das, was wir als Störung der Welt erleben, in Wahrheit der Motor der Evolution ist. Ein Tier frisst das andere. Die Krallen wachsen, die Zähne wachsen, die Gemeinheit wächst, die Hinterlist bis in die Körperstatur hinein verführen sich Tiere, zu glauben, man sei harmlos, während gerade zugepackt wird. Die Gleichgültigkeit der Natur allem Leben gegenüber, das wie ein Zufall erscheint auf dem kleinen Planeten Erde, hat mir nie die Weisheit und Größe Gottes gezeigt. Schopenhauer war mein Philosoph, naturwissenschaftlich oder naturphilosophisch. Diese Welt besteht in lauter Missverständnissen. Jeder kämpft um sein Dasein, aber wenn das das Gesetz ist, um überhaupt zu leben, was ist dann das Leben? Mhm. Und von Güte ist die Rede nicht und von Weisheit auch nicht. Also muss man die Visierlinie abbrechen. Man findet Gott zur Erklärung der Natur. Das können die Naturwissenschaftler heute wirklich besser. Aber sie haben keine Antwort auf die Frage, warum es uns gibt. Wir existieren in einer Welt des Zufalls, gemischt aus kausalen Zusammenfügungen, Notwendigkeiten, die im Ganzen keine Erklärung wirklich dafür bieten, was der Sinn unserer Existenz wäre. Mhm. Die völlige Kontingenz, es gibt uns, aber es muss uns überhaupt nicht geben, verlangt nach einer Antwort. Und die kann nur darin liegen, dass es eine Freiheit gibt, die erklärt, dich muss es wirklich nicht geben, aber dich soll es geben, weil ich dich lieb habe. Ich möchte, dass du bist. Für mich bist du notwendig. Das können Menschen einander sagen, die ihre Liebe zueinander entdecken. Die werden genauso sprechen, aber auch wieder gebrochen. Menschen sind nie ganz eindeutig. Aber im Hintergrund ist das genau die Perspektive, die zu Gott führt. Und aber an die glaube ich, seitdem ich lebe. Das kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig könnte man die Frage stellen, weshalb braucht das Leben überhaupt einen Sinn? Man kann ja sagen, wir sind stark genug, uns den Sinn selbst zu geben, wie Nietzsche sagen würde. Ich muss noch hinzufügen, was ich mit Gott verbinde, ist das, was ich im Neuen Testament gelernt habe. Jesus ist die Grundlage meines Glaubens, nicht die Naturphilosophie, nicht die Genesis. Aber Jesus antwortet mal auf die Frage seiner Jünger, zeigt uns doch den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht Gott als Vater. So ist für mich Religion geformt. Jesus hat gesprochen von einer Liebe, die absolut gilt, die sich um die Armen kümmert, um die Kranken, die werden angelockt wie Vögel im Winter von ihm. Die kommen in Scharen zu ihm, weil da endlich ein Ort ist, wo sie verstanden werden. Das begreife ich und so erlebe ich Gott. Was Nietzsche gewollt hat, ist das Gegenstück dafür und es ist erwiesenermaßen unmöglich. Man soll stark sein. Man soll sich durchsetzen. Man soll den Frieden nur begehen als eine kurze Zeit in der Vorbereitung eines besseren Kriegs. Man soll nicht sagen, das gute Ziel rechtfertigt den Krieg. Man soll sagen, ein guter Krieg rechtfertigt jedes Ziel. So was alles steht im Zarathustra. Nietzsche hat das Christentum bekämpft aus Gründen, die ich psychoanalytisch gut verstehen kann. Dass Triebe unterdrückt werden, dass eine Scheinmoral aufgebaut wird. Das Freud hat später gesprochen vom Über-Ich. Der Weg zur Liebe, zur Freude, zum Glück zerstört wird mit endlosen Schuldgefühlen in Priesterverwaltung. An all den Punkten hat Nietzsche über alle Maßen recht. Aber er meinte, wir müssten den Sinn mit Gewalt konstruieren. Es gibt keinen Sinn, außer wir erschaffen ihn als Übermenschen. Das aber wird nicht gehen. Was wir gerade erleben, ist mir ein Beispiel. Es bricht ein Virus aus, mit dem wir eigentlich seit 2 Milliarden Jahren schon gelebt haben. Es ist gar nicht neu. Die Viren sind älter als die Menschen. Aber wenn es nur dieses Leben gibt, was nicht mal Nietzsche glaubt, er glaubt an die ewige Wiederkehr. Auch er war nicht einverstanden damit, dass 10 Jahre schattenverwirrten Lebens auf dieser Erde und dann Schluss ein sinnvoller Vollzug sein könnte. Wenn aber das so ist, wenn man uns beibringt, es gibt von Geburt bis Tod nichts weiter, das ist es denn. Dann müssen wir kämpfen um Lebensverlängerung. Dann müssen die Ärzte Götter in Weiß werden. Dann müssen wir den Tod besiegen. Wir sind nicht imstande, die ganz normalen Tatsachen unserer Existenz zu akzeptieren. Und wer sind wir dann selber? Verwaltete Individuen, die ihre Freiheit delegieren an ständige Schutzmaßnahmen.
Wir entwickeln uns überhaupt nicht mehr. Wer hat denn einen Beruf, in dem man sich selber gestalten darf? Das ist ein riesiges Privileg, wenn man das kann, als freier Schriftsteller wie ich. Auch da stehe ich in der Pflicht zu teilen. Mhm. Die allermeisten müssen etwas tun, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann sollen sie in der Quality Time, in ihren Ferien, irgendwas machen, wo sie zu sich selber kämen. Auch das darf man ja heute wieder nicht, weil Corona. Aber vielleicht in 2 Jahren darf man es wieder. Und dann verplempert man das Geld, das man verdient hätte, indem es keinen Sinn macht und bei dem man es ausgibt, auch keinen Sinn macht. So, aber Herr Drimmermann, dem Ganzen, was Sie bis jetzt erzählt haben, liegt ja auch diese Idee der Angst, die alles durchzieht, die den Menschen so stark besetzt. Und das ist ein Grundthema für Sie, auch angeleitet vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Wovor haben Sie denn eigentlich Angst? Weil Sie beschreiben immer die Ängste der Menschen. Haben Sie auch diese Ängste? Ich beschäftige mich jeden Tag mit Ängsten, die im psychologischen Raum vor allem liegen. Und da ist Sigmund Freud für zuständig. Mhm. Wir fürchten eigentlich weniger die Realität als die Menschen, die sie uns vermitteln. Der eigene Vater, die eigene Mutter können schlimmer sein als der Tod. Sie stehen da als Richtmaß. Mhm. Sie dirigieren ihr Kind zu Scham und Schande. Das hörte ich gestern noch auf der Zugfahrt. Also einer von uns beiden geht jetzt in die Psychiatrie, du oder ich. Es ist unerträglich. Das ging alle 10 Minuten so. Der Junge war eigentlich ganz friedlich. Mhm. Aber wenn die Mutter schimpfte, dann total vernichtend. Der Junge war gar nichts, er war nur eine Belastung. Der Junge wird später eines Tages zu irgendjemandem kommen, der das mit ihm nacharbeiten muss. Das ist nicht anders vorstellbar. Der muss dann sein Selbstwertgefühl wiedergewinnen. Mutter hatte Gründe, sie war lieb, das konnte man auch sehen. Sie war rührend bemüht, aber in gewissem Sinne selber geprägt, in ihrem Charakter. Sie duldete keinen Fehler, keinen Widerspruch. Sie musste eine geordnete, klare Welt haben. Aber das Leben darf anders sein. Mit sowas habe ich jeden Tag zu tun. Das sind sehr tiefe Ängste und es ist oft unklar, ob man sie noch einmal durch Zuwendung, Verstehen, Begleitung, Geduld zu sich selber zurückführen kann. Was Kierkegaard meinte, leuchtet mir viel mehr ein, obwohl es philosophisch klingt und schwierig zu begreifen scheint. Eigentlich ist die Tatsache, dass wir Menschen frei sind, der Grund aller Angst. Mhm. Und die Entdeckung unserer Nichtnotwendigkeit, unserer Kontingenz. Wir sind überflüssig. Man braucht uns nicht. Vor 30 Jahren, 40 Jahren gab es eine Zeit, wo wir beide jedenfalls noch nicht waren. Und in 40 Jahren, bei mir wahrscheinlich schon in 10 Jahren, wird es eine Welt geben, wo es mich nicht mehr gibt. Das Glas hier am Tisch wird wahrscheinlich länger leben, in seiner physischen Konsistenz. Mhm. Wozu das alles? Darauf braucht man eine Antwort. Sartre, ein französischer Atheist, hat das mal auf seine Art beschrieben. Er erlebte als Kind beim Empfang seiner Eltern, dass alle da standen mit Champagnergläsern, feierliche Reden hielten. Mhm. Nur er, der kleine Jean-Paul, war völlig überflüssig. Dann erwähnt man einen Monsieur Simonon. Der ist nicht gekommen, aber er wird vermisst. Weil er nicht da ist, wird er erwähnt. Mhm. Und Sartre schreibt wütend in Le Mot, an dem Abend beschloss ich, der Menschheit zu fehlen wie Wasser und Brot. Mhm. Dann muss man werden wie Gott. Dann ist man bei Nietzsche. Mhm. Dann braucht man ein Projekt von sich selber, das die Gottlosigkeit, die Überflüssigkeit in einer nicht definierten Welt der Güte interpretiert durch einen absoluten Selbstentwurf. Sartre war zu intelligent, um das zu glauben, wir sind eine nutzlose Begierde. Damit endet er das große philosophische Werk Lettres et le Néant. Kierkegaard hat den Begriff der Freiheit identisch gesetzt mit Angst. Wir müssen unser eigenes persönliches Leben riskieren. Und das bedeutet, dass wir etwas falsch machen können. Die Angst, die wir davor haben, bringt die Spannung auseinander. Die Spannung wäre zwischen Notwendigkeit und Zufall zu vermitteln, zwischen Ewigkeit und Zeit zu vermitteln. Und da können wir flüchten in eine der Pole. Wir erklären die Welt entweder für unendlich und geraten in die Depression, oder wir tanzen herum im Endlichen, wir wollen überhaupt nichts wissen und geraten in die Schizoidie. Wir können die Freiheit leugnen durch die Zwangsneurose, wir machen alles richtig auf Befehl
Wir können nichts falsch machen, wenn wir das tun, was notwendig ist. Oder wir landen in der Hysterie, wir haben überhaupt keine Entscheidung getroffen. Wir sind wie der Pfeil des Zenon, der gar nicht fliegen kann, wenn er abgeschossen wird. Das alles entwickelt Kierkegaard und das hat mir sehr geholfen, auf dem Weg zur Religion zu finden. Man hält die Existenz eines Menschen in Freiheit überhaupt nur aus, wenn man ein Gegenüber hat, das bereit ist zu verstehen, zu vergeben, zu begleiten. Und ist das nicht, erleben Sie den Normalzustand der Menschen. Es wird etwas befohlen und alle sind dabei. Es gibt keinen Widerspruch. Man müsste als Person wagen, auch der Behörde in Staat und Gesellschaft zu widerstehen. Man müsste die Normalitäten, die uns aufgenötigt werden, mit Widerstand belegen. Für ganz normal ist es, dass wir eine tüchtige Armee brauchen, um uns zu verteidigen. Das darf man nicht bezweifeln. Wir brauchen Atombomben, um sicher zu sein. Das darf man nicht bezweifeln. Wir brauchen die NATO für unsere Sicherheit. Wir müssen Russland immer wieder angreifen. Das darf man nicht bezweifeln. Wer das tut, rührt an das Grundgesetz der Deutschen der Bundesrepublik Deutschland. Da ist die Bundeswehr ein Verfassungsorgan. Ich bin dagegen und versucht das, aber wie wenig folgen nur aus Angst. Hier in Basel konnte Daniele Ganser als Professor aus dem Dienst genommen werden, weil er simpel feststellte, was jeder sehen kann. Amerika führt jeden Krieg im Verlauf einer Lüge. Was war bei 9/11? Mit dem totalen Krieg gegen den Terrorismus, darf man das sagen, nur als Denkmöglichkeit. Sowas kann man nur, wenn man als Person sich engagiert in Freiheit. Lassen Sie uns nicht auf dieses Thema eingehen. Sie sind ja überzeugter auch Pazifist. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem zurückkommen, was Sie zuvor gesagt haben. Man muss sein Gegenüber haben, genau aufgrund dieser Freiheit. Sie hatten dieses Gegenüber, Sie sind ja auch religiös aufgewachsen. Ihre Mutter war katholisch, Ihr Vater evangelisch. Und Sie hatten Gott aber zuerst im Kopfkissen gefunden und eben nicht in der Kirche. Inwiefern war dieser Gott im Kissen denn das Gegenüber für Sie damals? Das war noch in der Zeit des Kriegs am Ende, da war ich 4, 5 Jahre alt. Und wo muss ein Kind sich festhalten? Und das war dann das Kopfkissen. Ein Ersatz für die Mutter, würde ich selber psychoanalytisch heute sagen. Aber das war so, es war immer ein Gegenstand des Vertrauens. Es gab auch noch ein paar Hilfsfiguren. Ich hatte einen Teddybär natürlich dabei und schwer amputiert schon. Das war von meinen älteren Geschwistern mir übergeben worden. So etwas braucht ein Kind. Und später habe ich dann gedacht, Gott wohnt im Tabernakel. So hat man es mir ja beigebracht. Und ich hatte dann die Aufgabe, das Christuskind, weil es alleine war, mit mal zu trösten, wenn ich in die Kirche ging. Und dann konnte es vorkommen, dass so Schattenspiele über den Altar huschten. Das waren für mich wie Engel, die vorüberzogen. So in einer Mischung von Traum und Angst und Vergewisserung bin ich groß geworden. Und Sie haben dann später auch Halt gefunden in der russischen Literatur. Ganz speziell heben Sie da immer wieder Dostojewski hervor. Auch wenn Sie über ihn erzählen, sind Sie sehr berührt. Was ist es denn, das er anbietet, das für Sie so berührend ist? Die russische Literatur ist ein weites Feld. Da ist Gorki, Tschechow, Turgenev, alles Mögliche, Tolstoi. Aber Sie haben recht. Dostojewski ist für mich zweimal im Leben ganz entscheidend geworden. Als ich 17, 18 war, die Brüder Karamasow, war mir vieles zu lang, aber endlich redete wieder Aljoscha oder Stary Sosima. Und was sagen die? Das wollte ich wissen. Damals konnte ich vieles nicht begreifen. Aber es kam eine Zeit, wo Dostojewski-Leben rettend wurde für mich. Das war, als ich mich mit der Psychoanalyse auseinandersetzte, zu der ich gekommen war, um besser Seelsorge zu treiben. Ich wusste, dass ich viele Probleme der Menschen nicht verstehe mit dem, was ich gelernt habe. Aber im Unbewussten, für mich ein Name nur, müsste sich etwas gestalten, das durchgearbeitet werden muss. Leute hatten im Kurort, in dem ich Vikar war, nach 3 Tagen einen Kursschatten gewonnen. Das wollten sie nicht. Sie waren 20 Jahre verheiratet. Sie saßen auf der Parkbank und weinten. Was sollte ich jetzt sagen? Das ist die Gelegenheit zur Todsünde. Sie müssen die Frau meiden, das war unmöglich. Also dachte ich, ich muss das alles nachlernen. Was geht den Menschen vor sich? Das sind keine Ehebrecher. Ich habe überhaupt nie geglaubt, dass Menschen etwas Böses tun, weil sie das wollen. Irgendwas passiert in ihnen, das sie überhaupt nicht wollen. Und das muss man verstehen. Genau das war, was ich bei Dostojewski lernte. Aber die Psychoanalyse kam dahin, dass sie mich in Widerspruch zur Theologie brachte, die ich gelernt habe.
Sie können sich den Widerspruch kaum paradox genug vorstellen. Die Theologen sagten mir, das haben wir doch gewusst, dieser Freud ist ein Irrationalist, Sexualist, Hedonist, Atheist. Alles Schlechte. Das, für uns als Theologen muss man das. Die Psychoanalytiker sagten, ja, wer solche Fragen hat, ein gesunder Mensch hat die gar nicht. Mhm. Also beide Lager waren, die einen seelenlos und die anderen gottlos, aber wie zwei Frontabschnitte und dazwischen nicht im Niemandsland. Und ich wollte, dass beides zusammenkommt. Das war meine Lebensaufgabe am Ende der Geschichte, Anfang der 70er. Darüber habe ich die Interpretation der sogenannten Sündenfallgeschichte, die Strukturen des Bösen geschrieben. Exegetisch, psychoanalytisch, philosophisch. Ich wollte die drei Brüder Karamasow an einem Tisch zusammenbekommen. Denken, fühlen und glauben. Ich konnte nicht mehr leben. Aber entscheidend war dabei Dostojewski. Ich entsinne mich eines Weihnachten, das ich neu in die Hand kriegte, ein Buch, das ich noch nicht gelesen hatte, den Jüngling. Das habe ich gelesen, gelesen, gelesen. Das war plötzlich die Entdeckung, wir brauchen eine andere Form, von Gott zu sprechen. Kierkegaard ist ein Philosoph und was er sagt, ist sehr gut verständlich und er wird Recht haben in dem, was er beschreibt. Aber Dostojewski beschrieb alles das auch. Er beschrieb 40 Jahre vor Freud die Psychoanalyse besser, als Freud sie hier selber begriffen hat. Und er schildert das im Hintergrund des Glaubens. So muss man. Man muss die Menschen sehen, wie verzweifelte das ist, der Begriff Kierkegaards. Als schaute man in einen Brunnen hinab, der ganz, ganz dunkel ist, bis das Licht der Sonne sich in ihm reflektiert. Und aus dem Abgrund heraus kann man Gott sehen, der da hineinleuchtet. Das ist, was Dostojewski versucht, wie kein anderer. Und man kann auf all das nicht antworten mit moralischen Kategorien. Man hätte aber doch müssen, aber du wusstest doch, du bist doch schuldig. Was hast du gemacht aus deinem Leben? Man muss begreifen, was in Menschen vor sich geht. Nehmen Sie am Anfang des Romans Schuld und Sühne die Gestalt des Marmeladow, eines haltlosen Trinkers. Ich schilder nur die Szene mal, wie da beschrieben wird. Er redet mit einem Mann, der dabei ist, einen Doppelmord zu planen. Einem verzweifelten Studenten, der sich hasst dafür, dass er ein Schuldner ist und dass er zu gar nichts kommt. Er kommt sich vor wie ein Kakerlack, den man zertreten müsste. Also muss er irgendwas tun, um groß zu werden. Nietzsches Programm steht in Dostojewski, Schuld und Sühne. Genau. Groß werden. Napoleon war groß. Im Arc de Triomphe führen alle Straßen dorthin. Und man glaubt daran, dass der Massenmörder Napoleon ein großer Mann war. 600.000 Mann der Grande Armee gehen zugrunde, aber groß. Dostojewski weiß das alles, aber er schildert es aus einer ganz persönlichen Perspektive heraus. Wie widerlegt man den Wahn, dass Menschen sich selber verachten und glauben, mit den unerhörtesten Unmenschlichkeiten Menschen zu werden? Die einen werden zu Verbrechern, die anderen womöglich zu Trinkern oder zu Bettlern. Marmeladow ist inzwischen ein vollkommen überforderter Alkoholiker. Und er sitzt ja in der Kaschemme, starrt in sein Glas hinein. Hab ich denn je auf dem Grunde dieses Glases mein Glück gefunden, nur meine Schande? Verfluchen soll man mich, kreuzigen soll man mich. Ein Schwein bin ich. Und er stimmt, er hat seine eigene Tochter auf die Straße geschickt. Und mit den Kopeken, die er morgens noch diesem Mädchen mit den tauben Unschuldigen weggenommen hat. Das bezahlt, was er gerade trinkt. Und die Leute sagen ihm als Maul, du Mensch, wer wird dich kreuzieren? Und er redet dann wie manchmal Menschen im Alkoholdelir. Wenn er kommen wird, sie alle zu richten, wird er sagen zu den Guten und den Ordentlichen, kommt in die Hallen, die ich euch bereitet habe. Und dann wird er sagen, jetzt kommt auch ihr. Mörder, Säufer, Bettler, Huren, kommt her, auch ihr und die Ordentlichen und die Anständigen werden sagen, aber Herr, warum denn berufst du auch diese? Sie tragen das Antlitz des Viehs. Und er wird ihnen sagen, deshalb ja, ihr Anständigen und Guten, berufe ich gerade diese, weil kein einziger von denen je hat glauben können, dass er dessen würdig sei. Dann werden alle alles verstehen. Dann werden alle verstehen. Dein Reich, Herr, komme.
Ich habe viel gelesen in der Weltliteratur. Ich kenne keine Stelle, die die ganze Botschaft Jesu so verdichtet wie Dostojewski. Und er hat es selbst gelernt im Ostrog. Er hat darüber nachgedacht, dem Idioten schon, wie ungerecht die Strafen von Menschen sind. Weil ob man einen Bauer vom Lande verurteilt oder einen Stubenmenschen 2 Jahre Gefängnis, einen vollkommenen Unterschied in der Erfahrung bilden. Und er kam nicht zu Rande mit den Leuten, die in seinem Schlaflager waren und erzählten, wie sie ihre Frau gemordet haben, wie sie furchtbare Dinge begangen haben, primitive Charaktere, wie es ihm vorkam. Aber am Ostermorgen erinnert er sich an eine Kindheitsszene. Er hörte im Maisfeld jemanden rufen, ein Wolf kommt. Er war ein Kind und er rannte und rannte vor Angst dem Bauer Maharaj in die Arme. Der Bauer Maharaj konnte nicht lesen und nicht schreiben und hatte schmutzige Hände, aber er machte ein Kreuz über die Stirn und sagte, Jungchen, was hast du eine Angst? Aber Christus schützt dich. Das ist historisch so. Die Bekehrung Dostojewskis findet in dem Moment statt. Jeder dieser könnte der Bauer Maharaj sein. Es gibt überhaupt keine bösen und schlechten Menschen. Es gibt nur Menschen, die unterwegs sind, die man einladen und abholen muss. Und alles, was er schreibt, ist eine Einladung für die Verlorenen. Es ist die ganze Botschaft Jesu in Literaturform. Das möchte ich besser verstehen. Und da muss man, glaube ich, auch als Zuschauer verstehen, Sie haben ja genau mit diesem ganzen Hintergrund, auch mit der Psychoanalyse, die Sie mit sich tragen, irgendwann kam es dann auch zum Bruch eben mit der römisch-katholischen Kirche. Und im 2004 im Schweizer Fernsehen lief ein Porträt über Sie, das ganz gut diese Brüche zeigt, die Sie da erlebt haben. Schon in seinen ersten Büchern kritisiert er die starre Glaubenslehre. Seine Anhänger danken es ihm und folgen ihm in Scharen. Drewermanns Bibelauslegung passt nicht ins Weltbild der katholischen Kirche. Bereits in den 80er Jahren erntet der streitbare Theologe nicht nur Lob und Beachtung, sondern auch klerikale Kritik. Bald schaltet sich Rom in den Fall Drewermann ein. Die Kirchenhierarchie entzieht ihm die Lehrerlaubnis und verhängt ein Predigtverbot. 1992 wird Eugen Drewermann schließlich vom Priesteramt suspendiert. Seither widmet er sich dem Schreiben und der Seelsorge. Ja, was hat denn zu diesem großen dogmatischen Dissens geführt? Ich meine, Sie haben zuerst regulär Theologie studiert, Sie waren Priester, Sie waren Seelsorger. Man sieht auch, Sie waren mit ganzem Herzen dabei. Was hat zu diesem Zerwürfnis geführt? Ich wollte eigentlich nie der Kirche dienen, aber den Menschen im Sinne Jesu. Das war für mich der Grund. Und ich dachte, die Kirche ist der rechte Ort. Jedenfalls sagt sie das von sich selber. Sie ist sogar der fortlebende Christus. Die Schwierigkeiten kamen einmal durch das Denken, dann aber durch das Erfahren und die Art des Umgangs mit Menschen. Was das Denken angeht, hatte ich Schwierigkeiten schon als Schulkind. Ich konnte nicht glauben, dass die Schlange im Paradies geredet hat. Aber es gibt eine Entscheidung 1905, glaube ich, von der Glaubenskongregation, die festsetzt, das muss man historisch nehmen. Ich habe auch nicht geglaubt, dass Adam und Eva sündigen wollten. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie ein Mensch, der gerade noch sagt, was Gott ihm gesagt hat, und will das gar nicht tun, was die Schlange als Verführung aufbietet, 2 Zeilen später genau das tut. Später wird es der Sinn meiner Promotionsarbeit, zu analysieren, was geht den Menschen vor sich, die das Richtige wollen und darin umkehren. Ich wollte die Menschen verstehen, auch mit Hilfe der Theologie oder Existenzphilosophie oder Dichtung. Dass ich die Psychoanalyse brauchen würde, war später. Aber die Entdeckung, dass man zum Beispiel die Wundersgeschichten im Neuen Testament interpretieren muss, dass sie heilsam wirklich werden, auch für den Leser, nicht nur im Bericht, war mir in der ganzen Studienbegleitung eine Rettung. Ich dachte, genau das muss Jesus bei mir tun. Da ist jemand wie lahm und er kann wieder gehen, er kann ein eigenes Rückgrat kriegen. Er kann Augen bekommen für das, was er bis dahin gar nicht gesehen hat. Eine Sprache finden, in der er sich richtig artikuliert und das Herz von Menschen berührt. All das, was Jesus da macht, muss er mit mir machen. Und wie komme ich da drin vor? Also das war meine Art der Bibellektüre. Ich wollte, dass es verbindlich wird. Und so habe ich später auch gepredigt. Ich glaube, das war so gut ich es konnte für die Leute, auch in den Vorträgen bis heute.
eine mögliche Vermittlung. Auseinandersetzungen gab es als erstes in der Moraltheologie. Eben deswegen. Die kirchliche Moraltheologie, die der römischen Kirche, hat noch nicht einmal akzeptiert, was im Protestantismus gewachsen ist, eine Situationsethik. Das hat man protestantischerseits immerhin begriffen. Menschen kann man nicht auf ein Gleichmaß nach festen Normen regulieren wollen. Dafür sind sie zu individuell, dafür ist die Tragödie ihres Lebens zu speziell. Mhm. Man muss Lösungen finden von der Person her, mit der man zu tun hat. Und das wollte ich, fand ich richtig. Und dann wurde mir später vorgeworfen, ich habe die Abtreibung gerechtfertigt. Das habe ich nie, aber ich habe Menschen erlebt, die mir schilderten glaubwürdig, dass es keinen anderen Weg gab. Mhm. Wir haben wie beim Schachspiel alle Wege durchprobiert und es gab keine. Außer dem, was die Leute selber nicht wollten. Und das war verantwortlich. Das konnte mein Bischof nicht begreifen. Wer abtreibt, ist ein Mörder. Punkt. Sie haben da ja auch ganz klare Kritikpunkte dann gehabt. Ich habe im Archiv nachgeschaut. Ich habe 2 kurze Einspieler dazu, was Sie denn an der römisch-katholischen Kirche auch konkret vorhalten. Mhm. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die ihre Intelligenz so weit begraben, zu denken, ein Mann ist durch sein Amt etwas Unfehlbares. Er sitzt da und ist Stellvertreter Gottes auf Erden, er ist Stellvertreter Christi. Jeder Bettler am Straßenrand könnte Jesus näher stehen. Sie außerhalb des Vatikans, symbolisch auch, mit Giordano Bruno in der Hand. Was denken Sie, was hat diese Kirche falsch gemacht mit diesem Menschen? Sie hat geglaubt, im Namen Gottes einen Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen zu können. Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung und nicht den mindesten Grund. Dies ist ein Verbrechen in sich selbst und die Begründung macht es nur noch schlimmer. Alles andere ist sekundär, in welcher Weise Giordano Bruno gedacht und gelebt hat. Natürlich war er eine Provokation für die Kirche, musste es sein, denn er war ein freier Mensch. Er war ein Philosoph, also lästig den Theologen. Er war ein Vagabund des Geistes, also gefährlich jedem Amtsbesitzer. Giordano Bruno lehrte, dass ein unendlicher Gott nur eine unendliche Welt schaffen kann und die Seele des Menschen unendlich ist. Wenn das stimmt, gibt es keine wohldefinierte Wahrheit, die man zur Ausgrenzung aller Andersgläubigen hüten könnte und mit Brachialgewalt verteidigen könnte. Ja, Herr Drewermann, was mich hier auch wundert ist und wie ich Sie jetzt erlebe, Sie leben ja davon, dass Sie den Menschen verstehen wollen. Das heißt, eine starke Empathie, eine starke auch Sensibilität. Und gleichzeitig finden Sie so harte Worte. Das scheint mir so ambivalent zu sein. Man muss eigentlich immer sich fragen, für wen man redet. Und dann ist augenblicklich klar, gegen wen man redet. Wenn man Menschen erlebt in ihrer Unfreiheit, ist das System, das sie unterdrückt hat oder immer noch unterdrücken will, natürlich der Gegner. Davon muss man die Menschen befreien. Das ist ein Prozess, der zur Gesundung gehört. In der Bibel wird erzählt, dass man Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und der Pharao sollte nicht länger die Menschen knechten, indem er ihnen erlaubt, durch Fronarbeit sich überhaupt die Existenzrechte in Ägyptenland zu verdienen. Das spielt in der Psyche eines jeden. Die Befreiung ist, dass man den Pharao hinter sich lässt. Und den muss man als solches, als eine Scheinautorität auch dekouvrieren. Also das Mitleid für die einen ist gleichzeitig die Opposition zu dem, was unmenschlich ist. Im Einspieler ist ja auch Giordano Bruno vorgekommen. Der wurde letztlich für seine Wahrheiten auf den Scheiterhaufen gestellt. Was denken Sie denn, wären Ihre Positionen, hätten Sie dasselbe Schicksal gehabt vor 500 Jahren? Ich wäre nicht Bruno gewesen, aber vieles verbindet mich mit Jan Hus. 1415 in Konstanz beim Konzil wird er ebenfalls lebendig verbrannt. Und das ist unerhört und hat mit meinem wirklichen Erleben zu tun. Jan Hus hat man vorgeworfen, dass er an Christus appelliert, als Rückhalt für sein Leben. Das ist völlig identisch mit meiner Konzeption von Existenz. Der Vorwurf ist, dass er nicht die Kirche als Vermittlungsorgan für nötig gehalten hat. Die Unmittelbarkeit des Menschen zu Christus und zu Gott ist heretisch für diese Kirche. Mhm. Was Menschen leben lässt, wird unterdrückt durch die Kirchenmacht. Mhm. Das geht bis zum Äußersten. Als man Jan Hus verbrennt, wird ihm noch auf dem Scheiterhaufen erklärt, wir übergeben deine Seele dem Satan. Das ist historisch beglaubigt. Und er sagt, ich übergebe sie Christus.
kann ein Widerspruch größer werden? Was ist eine Kirche, die verbietet, dass man an Christus glaubt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber nein, das sind wir. Wir sind der fortlebende Christus. Indem man Menschen, die an Christus glauben möchte, vernichtet, soll man denken, da lebt Christus. Es ist unmöglich. Dieser Verrat muss von der Kirche begriffen und eingestanden werden. Wir haben einen unfehlbaren Papst. Seit 1871 kompensiert man die Ohnmacht des Kirchenstaates mit Allmacht und Unfehlbarkeitsansprüchen. So hat es das nie gegeben. Es gibt die Berufung des Petrus. Ich glaube, Papst Franziskus heute würde das verstehen. 5. Kapitel bei Lukas, das ist die Geschichte vom reichen Fischfang. Petrus ist so erschrocken darüber, sein ganzes Leben war scheinbar bisher umsonst und jetzt wird es reich, weil er das tut, was Jesus ihm gesagt hat. Aber er fährt sich als völlig unwürdig. Geh weg, ich bin nur ein Sünder. Das ist die Berufung des Petrus. Ein Mann, der weiß, wie schwach er ist, wie fehlbar er ist, der wird auch fähig sein, Menschen zu verstehen, die genauso sind. Das ist der Grund der Kirche Christi. Nicht die Unfehlbarkeit, sondern das Wissen von der Fehlbarkeit. Und dann der Glaube an Christus. Das ist Matthäus 16. Das hat Luther noch 1543, kurz vor seinem Tode, ans Konzil von Trient adressiert. Das Bekenntnis, du bist der Fels, du bist der Christus, ist der Grund. Nicht der Petrus als Person. Das Bekenntnis des Glaubens trägt. Herr Drewermann, Sie sind ja dann 91, 92 wurde Ihnen die Lehrbefugnis entzogen. Sie sind dann aus dem Priesterstand quasi entweiht worden, sozusagen. 25 Jahre lang waren Sie Priester. Zur goldenen Hochzeit, die Scheidung, ja. Genau. Und wie man Sie jetzt auch spürt, Sie, das leben Sie ja, das ist Ihr Lebensinhalt, diese Botschaft auch Christi. Was hat das für Sie bedeutet? Ich meine, das Leben zerbricht ja in Scherben in dem Moment. Nein, das wäre falsch gesagt. Ich wollte nie Professor werden. Mhm. Matthäus 23, ihr solltet euch nicht Lehrer nennen. Es gibt nur einen, der euch lehrt, das ist Gott. Ich habe nie begriffen, wie man mit C4-Gehalt Gott verkünden könnte auf dem Katheder. Ich wollte wirklich den Menschen helfen, aber natürlich in den Korridoren der Gelehrsamkeit mitmischen, um es zu ändern. Insofern konnte ich dem Bischof sagen, Sie können mir nichts wegnehmen. Ich habe noch keinen Cent verdient durch ein Lehramt. Brauch's auch nicht. Und Sie können mir nichts wegnehmen. Ich werde weiter so sprechen wie bisher. Sie werden wenig Leute finden, die ihre Predigten vorbereiten, indem sie das hebräische Alte Testament aufschlagen und gründlich sich auf den Inhalt einschwingen. Und wenig Leute finden, die einen Vortrag so halten, dass eine Predigt wird. Das können Sie mir nicht nehmen, das gehört zu mir. Und offen gestanden habe ich noch nie beim Schreiben eines Buches dran gedacht, was wird der Bischof in Paderborn davon halten? Sie haben Berater genug. Ob das die Richtigen sind, will ich nicht beurteilen, aber ich gehöre nicht dazu. Ich habe für die Leute geschrieben, die es verstehen sollen. Das werden Sie nie ändern. Das wird so weitergehen. Und womöglich außerhalb der Kirche noch reicher als in den Kasernenhöfen der Kirche selber. Sie können mir nichts wegnehmen. Wenn ich dahin käme zu sagen, der Erzbischof hatte recht, unter den jetzigen Bedingungen, dann dürfen Sie es nicht glauben. Dann wäre mit meinem Geiste irgendwas verwirrt. Sie sprechen da etwas ganz Wichtiges an, das mir immer wieder auffällt, auch wenn ich Videos von Ihnen auf YouTube anschaue. Die Leute kommentieren darunter immer wieder und man merkt, Sie sind sehr beliebt. Auch in einer Spezialausgabe vom Spiegel 1992 schrieb der Journalist Manfred Müller, es gibt in den 47 Nachkriegsjahren keinen christlichen Theologen, der die Amtskirche so gegen sich aufgebracht und gleichzeitig der Mehrheit der Christen so aus der Seele gesprochen hat wie der Paderborner Einsiedler ohne Auto, Kühlschrank und Telefon. Sie sind gemeint natürlich. Was ist das denn? Stimmt so im Übrigen auch heute noch. Ja. Genau, das wollte ich sagen. Das ist ja, Sie sind bis heute noch in diesem Maße beliebt. Was bieten Sie denn so Spezielles an? Was ist es, denken Sie, was die Leute in Ihnen finden? Ich möchte, dass die Menschen sich selber verstehen in der Botschaft, die ich ihnen von Jesus vermitteln möchte. Dass seine Güte sie begleitet durch all das, was an Ungeheuerlichkeiten ihnen widerfahren mag. Dass sie selber gemeint sind, dass sie ein Recht haben, ihren eigenen Erfahrungen und Gedanken zu trauen gegenüber all den Widersprüchen, die seit Kindertagen man in sie hineingepresst hat. Dass sie etwas unersetzbar Wertvolles sind.
Und ich schildere die Botschaft Jesu so, dass sich nach Möglichkeit ereignet, wovon die Rede ist. Es hilft den Ausgesetzten, den Kranken, den Verlorenen. Die Menschen fühlen sich nicht mehr weggestoßen. Sie müssen nicht erst das ganze Programm der katholischen Moraltheologie perfekt erfüllt haben. Ich könnte Ihnen jetzt viele Szenen schildern, die unglaublich sind. Aber manchmal fängt jemand an zu weinen während des Vortrags und er kommt dann hinterher und sagt, ich bin unglücklich verliebt in ein Mädchen, das ist erst 14 Jahre alt. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Als Staatsbürger müsste ich ihn anzeigen. Das darf ich aber nicht. Er ist ja mein Beichtkind, ja auch nicht. Ich verstehe seine Not und wir müssen sie durcharbeiten. Mhm. Solche Dinge passieren, aber die Menschen fühlen sich akzeptiert. Mhm. Das ist mir das Allerwichtigste. Und ich glaube, dass ich das bis heute inzwischen auch durch vielerlei Gespräche, in denen Menschen mir ihr Vertrauen geschenkt haben, einigermaßen gelernt habe. Ich lerne jeden Tag ein Stückchen besser zu verstehen, was in mir vor sich geht, was in der Bibel steht, aber auch, was in Menschen vor sich geht. Ich sage es primitiv, es ist wie beim Autofahren. Bei jeder Fahrt lernen Sie was Neues. Sie sind ja dann trotzdem erst viel später aus der Kirche ausgetreten, also an Ihrem 65. Geburtstag. Und das haben Sie tatsächlich in der Talkshow von Maischberger mitgeteilt. Wir hören kurz rein. Ich bin an meinem Geburtstag aus der katholischen Kirche ausgetreten. Was hat sich denn jetzt in diesem Jahr verändert, dass Sie jetzt die Konsequenz gezogen haben? Das verstehe ich. Und genau am Geburtstag? Ja. Warum gerade am 65? Ich denke, mit 65 habe ich die Pflicht, nicht mehr immer wieder das zu sagen, was ich all die Jahre gesagt habe. Ich muss anhand der Bücher, die ich geschrieben habe, jetzt nicht noch zum Tausendsten erklären, dass es nicht darum gehen kann, welche einer Gruppierung man konfessionell, religiös zugehört, sondern was für ein Mensch man ist. Und jeder wird lernen müssen, aus den Bedingungen herauszuwachsen, in denen man ihn hinein religiös erzogen hat. Frei werden bedeutet ja irgendwann zu merken, dass jede Kirche relativ ist vor Gott. Die katholische Kirche aber erklärt, dass sie selber der fortlebende Christus sei. Und das ist ein Bruch. Darin fühle ich mich nicht vertreten, seit vielen Jahrzehnten nicht. Und das kann ich definitiv auch selber nicht mehr vertreten. Und der Geburtstag war sozusagen ein äußerer Anlass, um zu sagen, das ist es. Gewissermaßen ein Geschenk der Freiheit an mich selber. Ja, Sie haben danach gesagt, das sei ein Geschenk der Freiheit an Sie selbst gewesen. Weshalb hat es so lange gebraucht, bis Sie sich dieses Geschenk machen konnten? Die Freiheit hatte ich immer. Aber ich dachte, ich habe 25 Jahre lang als Priester die Leute glauben gemacht, dass hier Art in der Kirche sei. Mhm. Und dafür habe ich auch die Bücher geschrieben. Ich wollte die Kirche so öffnen, dass für die Menschen, die gescheitert sind nach 20 Jahren Ehe, die im Beruf gescheitert sind, die Verzweifelte sind, die nicht weiter wissen, ein wirklicher Ort ist. Damals war noch die Frage der Homosexualität für die Kirche eindeutig entschieden. In der Zeit, als ich Priester wurde, wurde da strafrechtlich gegen vorgegangen. Ich wollte, dass all die Leute einen Platz bekommen an der Seite Jesu. Und also musste ich die Vorgaben, die die Kirche selber stellt, ändern. Nun konnte ich nicht einfach sagen, ich habe das hinter mir, das will man nicht und adieu, das war's. Ich hatte Verantwortung, spürte ich jedenfalls für die Leute, die geglaubt haben, dass das stimmt. Sie dürfen katholisch bleiben. Nicht meiner Genehmigung wegen, aber weil sie einsehen, dass sie vor Gott eine Chance haben. Da konnte ich nicht einfach weggehen. Außerdem kamen die Leute, Ordensleute zum Teil zu mir, um zu beichten, um weiter Begleitung zu erfahren. Einer von denen hat das dramatisch vorgeführt. Ich hatte zufällig das Kirchenrecht erliegen, ist eine Seltenheit im Raum bei mir, aber kam vor. Und das Neue Testament. Mhm. Das sah er und in voller Ergriffenheit. Mhm. Packte er das eine und das andere Buch. Ist es möglich, dass diese beiden Bücher nebeneinander liegen? Das ist möglich. Aber dass sie ineinander liegen, das ist unmöglich. Verstehen Sie? Ein Ordensgeistlicher. Für die Leute musste ich da sein. Mhm. Der Not konnte ich nicht wegnehmen. Es ist ja meine eigene gewesen. Aber ich wollte nicht, dass sie sich meinetwegen verurteilt fühlen. Ich wollte weiter den Brücken bauen. Erst als dann die Kirche mir erklärte, ich habe keinerlei Funktion, ich muss für die Kirche Steuern zahlen, damit sie mich besser unterdrückt im Buchladen, war irgendwann die Grenze gekommen, um zu sagen, ich habe erklärtermaßen nach 25 weiteren Jahren jetzt keinen Ort da mehr.
Herr Triebermann, was ist die wichtigste Einsicht in Ihrem Leben bisher? Dass es unbedingt nötig ist, den Menschen zu glauben. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch wirklich böse ist oder dass er was Böses will. Mhm. Was Menschen tun, kann entsetzlich sein. Und den Wirrwarr, den sie anrichten, unglaublich zerstörerisches Potenzial haben. Mhm. Aber schaut man genau hin, was da los ist, hört es vielleicht nicht ohne weiteres auf. Aber wenn man es verurteilt, noch viel weniger, dann kann man es nur wegpressen und den Menschen mit. Wenn man es durcharbeitet, annimmt, daran glaube ich. Allerdings im Glauben daran, dass im Hintergrund ein Licht leuchtet, das ins Dunkel scheint. Sonst könnte ich es nicht. Sehe ich die Menschen nur so, müsste ich nach Luft schnappen. Sie haben ja genau mit diesem Thema sich eigentlich Ihr Leben lang befasst. Also einerseits kam 1989 dieses Buch raus, Kleriker, Psychogramm eines Ideals. Das hat für viel Furore gesorgt, weil Sie dann natürlich auch wirklich die Amtskirche angegriffen haben und kurz gesagt haben, dass die Kirche mit ihren Strukturen kranke Menschen hervorrufe. Und kürzlich auch dieses Buch hier richtet nicht, sogar Band 1 von 3. Das heißt, Sie haben noch etwas vor sich. Da geht es Ihnen ja auch wieder darum, dass diese Verurteilung keine Lösung sei. Hier zeigen Sie Mitleid auch mit den Tätern. Ich möchte das zusammennehmen und verstehen. Wenn man selber betroffen ist, können Sie nicht verstehen, dass es sowas wie Vergeltung braucht zur Verarbeitung eines Problems? Jeder, dem Unrecht zugefügt wird, wird darauf reagieren, zunächst einmal mit Abwehrreaktionen. Er leidet Schmerz und er wird deshalb Schmerz zufügen wollen. Das ist eine Reflexhandlung bei jedem Tier. Treten Sie der Katze auf den Schwanz, wird sie fauchen oder gleich zupacken. Und das heißt ja nur, hör auf damit. Mhm. Wir Menschen können über den Augenblick hinausdenken und wir werden überlegen, wie wir es hinbekommen, dass das nie mehr wieder vorkommt. Wir suchen immer nach endgültigen Lösungen, vor allem in Angstmomenten oder gar in zugefügtem Unrecht. Das ist normal. Revanche-Fantasien, Rache-Fantasien, der andere soll genauso leiden, wie ich gelitten habe. Das ist normal, jedes Tier würde so handeln. Aber es ist unterhalb des Menschlichen. Wer dabei bleibt, versteinert, wie die Frau Lotz zur Salzsäule, in dem Augenblick des Entsetzlichen. Er reift darüber nicht mehr hinaus. Und es ist eine Verschiebung der Zuständigkeit, wenn man das Leid der Opfer dazu benutzt, gewissermaßen die Staatsjustiz als Ersatz für Psychotherapie einzusetzen. Das persönliche Problem soll gelöst werden in Huntsville, Texas, durch die Todesstrafe. Das ist unmöglich. Ich habe vor mir eine Aufnahme von einer Frau, die zusehen durfte, wie jemand vergast wird, das heißt mit Giftspritzen hingerichtet wird. Darf man. Amerikanisches Recht, es muss das Opfer oder zumindest der Beteiligte sehen dürfen, dass ihm Genugtuung wird. Und die Frau im deutschen Fernsehen wurde das übersetzt, sagt, er hat zu wenig gelitten, nur 20 Minuten, meine Tochter hat mehr gelitten. Die Frau hat nie gelebt. Sie ist im Hass eingekeilt worden, ohne weitere Entwicklung. Aber und da müsste die Psychotherapie helfen, die wäre dringend nötig, damit das Opfer auch seine Aggressionen zulässt, seine Abwehrhandlungen versteht und darüber hinaus reift. Das darf nicht die Justiz übernehmen. Das sehe ich alles, aber weshalb würde das, also das erübrigt ja nicht die Justiz. Sie sagen in dem Sinne eigentlich, dass das Strafrecht ja unter dem Menschen ist, in dem Falle, als Ableitung. Das Strafrecht hilft überhaupt nicht und das ist wirklich die Meinung Jesu. Matthäus 7, 1-3 richtet ihr überhaupt nicht. Der Gedanke ist, ihr habt gar kein Recht dazu, denn sonst würde ja Gott euch genauso richten müssen. Ihr seid nicht die Menschen, die über andere fehlbare Menschen richten könnten, denn ihr seid das selber. Übrigens wieder Dostojewski, er kriegt in den Brüdern Karamasow fertig, dass Stare Sosima, der beinahe ein Mörder geworden wäre, seinem Schüler Aljoscha sagt, Aljoscha, wenn sie dich je bestellen, du solltest zu Gericht sitzen über einen deiner Mitbrüder. Aljoscha, erklär als erstes dich für schuldig. Sage, wäre es denn möglich, dass er sein Verbrechen begangen hätte, wenn ich ein anderer Mensch wäre? Mhm. Nur wenn du so sprichst, magst du Richter sein über deinen Nächsten. Mhm. Ich glaube das aufs Wort, dass das so ist.
Wir sind nicht die Leute, die da sitzen könnten und andere verurteilen. Wir sind immer mit involviert, auch in dem, was uns zugefügt wird. Und dann habe ich als Schulkind mich zu Sokrates und Platon bekannt. Das war für mich eine große Freude, Griechisch zu lernen. Sokrates war darin weise, dass er fand, wenn einem Unrecht zugefügt wird und man weiß, dass es Unrecht ist, liegt das Problem ja darin, dass der andere glaubt, dass er was Richtiges getan hat. Er hat genau den Kerl getroffen, den man hassen muss. Das ist ein Irrtum, aber das weiß er nicht. Wenn ich zurückschlage, beweise ich ihm nur, dass er schwächer ist und die Gewalt siegt. Das war schon die Welt, in der er agiert hat. Ich muss ihn dahin bringen, dass er mich richtig kennenlernt. Dass er sich vertan hat. Er wollte seinen Vater schlagen oder seine Mutter oder den Spieß auf dem Kasernenhof. Irgend so ein Kerl wollte er nehmen. Mich überhaupt nicht. Ich weiß, dass mir Unrecht zugefügt wurde, weiß, dass er viel mehr leidet, weil er Unrecht getan hat. Und wenn wir da hinkommen, hätten wir die Justiz, die Sokrates sich vorstellte, als man ihn zum Tode verurteilte. So möchte ich, im Sinne Jesu, mit griechischer Weisheit und psychoanalytischer Fähigkeit, das ganze Strafrecht ändern. Man hört das raus, Sie sind ein Mann des Mitleidens. Sie, so habe ich gelesen, spenden einen Großteil überhaupt Ihres Einkommens. Sie leben seit Jahren vegetarisch. Sie besitzen nur Bücher und Möbel, so haben Sie mal gesagt, haben Sie vom Sperrmüll. Hat Ihr Mitleid eigentlich auch Grenzen? Leider hat es das manchmal. Ich kann nicht alles, was Menschen wollen, ihnen geben. Ich sehe, dass sie Vorwände haben und lügen, wenn sie um Geld betteln, aber sicher ist, sie brauchen Geld für was auch immer, für Drogen oder Spiel oder weiß der Kuckuck. Und die Art der Hilfe, die sie brauchen, kann ich ihnen nicht geben. Ich sehe dauernd meine Grenzen dabei und das wurmt mich selber, aber es ist so. Damit muss ich lernen zu leben. Ändert aber nichts daran, dass es richtig ist, so zu konzipieren. Herr Drewermann, wir sind schon am Ende des Gesprächs angelangt. Eine letzte Frage. Ich habe Sie sehr ernst erlebt in diesem Gespräch. Welche Rolle spielt der Humor eigentlich in Ihrem Leben? Sie können nur ernst sein, wenn Sie wissen, wie lachhaft das Allermeiste ist, was sich aufführt. Wenn es Menschen betrifft, macht es mich wütend. Wenn ich Distanz genug habe dazu, fange ich an zu lachen. Es ist eine Komödie. Aber natürlich darf man über Adolf Hitler lachen. Charlie Chaplin hat das versucht, aber es wird dann bitter ernst auch. Ganz herzlichen Dank, Herr Drewermann, für dieses schöne Gespräch. Dankeschön, Frau Helling. Ich danke Ihnen. Einen schönen Sonntag Ihnen und bleiben Sie uns treu.